Leute, was geht? Ich gehe erstmal kurz Mazat Hallo sagen, wenn sie noch da ist. Hallo? Hallo? Na? Na? How are you doing? Ich wollte gerade mal rüberkommen. Ja, schön. Ich bin gerade nicht mehr da. Ich bin auf Expedition. Achso, was suchst du? Ich bin eigentlich auf dem Weg, Dörfer zu plündern nach Hayballs, weil die baue ich für mein nächstes Projekt. Let's go. Bei euch sieht das aus wie ein Minenfeld hier. Ja, das sind diese Kohledinger. Also am besten nicht abbauen. Die sollen irgendwie oxidieren. Ja, I won't do it. Moin. Hallo, Faisa. Moin. Lukas kommt auch noch gleich. Yippie. Oh mein Gott, Lumi. Hallo. Hallo, Lumi. You are back. Yeah. Yippie. Damn it. Ah, hallo, hallo. Hallo. Wie schön, dass du hier bist. Ja, guten Morgen. Wie war dein Techno-Festival? Techno-Festival? Es war kein Techno-Festival, aber ja. Ah ja, und da ist dieser Incident passiert, Tim. Ist das geil. Incident? Oh, I wanna know. Ja? Also nicht jetzt. Hast du das erzählt, Tim? Nee, ne? Wahrscheinlich. Nee, hab ich nicht, aber kannst du gerne erzählen. Also ich habe meine Freunde verloren, so. Da bin ich dann so durch die Menge gelaufen und da war so ein Typ. Und er so, ey, was machst du denn hier? Ich so, ja, ich suche eigentlich nur meine Freunde, aber keine Ahnung, wo die sind. Ey, dann chill doch einfach mit uns. Und dann meinte er so, ja, irgendwie kenne ich dein Gesicht irgendwo her. Ich so, oh nee. Oh nee, Alter. Ich so, okay, ja, interessant. Und woher? Ja, ich weiß nicht, irgendwie YouTube oder so. Ich so, ja, kann sein, kann sein. Wen guckst du denn so? Ja, so Maxify und aha. Ja, gut, okay, dann kennst du mich wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube schon. Ich so, ja, sag mal meinen Namen. Sag meinen Namen. Bist du nicht dieser Tim Horus? Und jetzt, ja, aber ich schwöre dir, das hat er gesagt. Nein, nein. Genau das hat er gesagt. Ist das nein, geil? Es war nur ein Joke eigentlich. Ja, ja, ja. Und er sagt so, oh mein ja, Gott. Tim Horus. Ich so, was hast du gerade gesagt? Ja, was Tim hast Horus. Du gerade gesagt, du kleiner was? Tim Horus, oder? Ich so, nein. Ist das geil. Ist halt so funny, weil wir die letzten, also auf der Gamescom haben wir schon die ganze Zeit verwechselt irgendwie. Ja, weil ihr auch die ganze Zeit in Minecraft drüber geredet habt, so. Ja, genau. Ja. Und am nächsten Tag passiert halt das. Ja, Alter. Im Real Life siehst du ganz anders aus. Bei Mango rein, dann machst du wieder komisch. Nein, nicht reingucken. Ich will dir gerade die Früchte meiner Arbeit zeigen. Was denn? Ah. Ja, ein Waypoint. Mich schon gefreut, dir das zu zeigen, endlich. Shit. Toll, oder? Ui. Bereit? Ja. Dieses Oje klang so enttäuschend. Oh mein Gott, ich sehe es. Du heilige Scheiße, oh nein. Nein! Was ist diese Hexenmarke? Oh mein Gott. What the fuck is he doing? What? Aber warum? 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 Warum, Mango? Was? Was macht er? Also, hat das irgendeinen höheren Sinn? Das oder ist einfach Schaf. Das wird eine Religion hier unten. Oh. Lukas. Ja? I knew about this plan all along. Wir sind von der fucking LEC zurückgefahren und haben im Zug drüber geredet, was wir bauen wollen. Nein! Oh und mein Lukas Gott. War so, kennst du dieses Ding mit dem Sheep? Und ich so, ja. Okay. Das versuche ich. Naja, das ist ja noch lange nicht fertig hier. Es wird eine Religion, sagen wir es so. Also warum denn? Also warum nicht? Ist dich nicht glücklich aus. Arschloch Frequenz City heißt das hier? Ja, das ist die Mod bei mir. Und dafür hast du die ganze Insel mit Kupferblöcken voll gemacht, damit du die hier hinsetzen kannst. Ist ja noch lange nicht fertig, ja, aber hier kommt noch viel mehr. Das ist crazy. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, dass es gegen den Tierschutz verstößt. Ist ja gerade erst der Start hier auch, ne? Muss man ja dazu sagen. Wie schlimm soll es denn noch werden? Aber ich kam gestern echt nicht drauf klar, ne? Als er mich Tim Horus genannt hat. Das war wirklich wieder so ein Trauma, weißt du? Kannst du mal meine Lache vorspielen? Oder warte, darf ich vorspielen, wie ich geantwortet habe? Wieso fragst du mich das? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Aber ich spiele kurz das Lachen vor. Und zwar, Timmit hat mir die Sprachnachricht gesendet, so nach dem Motto, du glaubst nicht, was gestern passiert ist. Und während er mir das erzählt hat, habe ich einen Lachflash bekommen und habe ihm dann direkt geantwortet, das müsste das hier sein. Ich hab direkt auf Aufnahme gerade gedrückt. Das ist meine honest reaction. Oh mein Gott. Das ist meine honest reaction. Wir dürfen uns sonst vielleicht nicht mehr Tim nennen, sondern wir müssen uns gegenseitig wirklich immer Tim Horus nennen und Timmit. Ich baue ein weiteres Pumpkin-Haus. Und dieses Pumpkin-Haus wird ein modernes Pumpkin-Haus. Das hier. Das bauen wir gerade. Timmit!
Hast du noch alle Tassen im Regal stehen? Das ist voll laut, ey. Heute, an Tag 8, auf dem Gang and Friends Server steht an. Ah, wir bauen mein drittes Haus weiter. Das futuristische Pumpkin House. Wir machen also die Halloween-Insel weiter. Dann steht an, ganz viel wholesome Action mit Bart und Timid. Wir gehen heute in Höhlen. Ich habe Ancient Cities rausgesucht. Wir werden heute wieder Ancient City Alarm machen mit den beiden zusammen dieses Mal. Und natürlich maximale Chillung und Coziness. Das ist die Halloween-Insel. Bitte nicht bauen ohne Genehmigung. Okay. Guck mal, was für ein großer Kürbis das hier geworden ist. Ja, das ist toll. Der sieht ein bisschen aus wie Timid. Masat, wir machen gleich alle zusammen eine riesige Expedition in eine Ancient City, falls du Lust hast. Das ist wahr. Das wird ganz schlimm. Wir werden die jetzt ihre Heimat entmächtigen. Ey, da bin ich dabei. Da bin ich gerne dabei. Echt? Geil, let's go. Ja, Mann. Familien und Schild. Das wird so geil. Das wird richtig Content. Also wirklich. Ich glaube, es wird ganz viel Tim, der rumschreit. Timid schreit immer so, ne? Tim Horus. Alter. Ich meine Tim Horus. Nein, jawohl, jawohl. Ich schrei nie. Nein! Der Amerikaner? Ja! Oh, könnt ihr mal eure Fresse halten? Nein! Bockung! Du schreist immer, Lumi. Nee, du bist super die Schreierin. Nee, Lumi, du bist super die Schreierin. Ich schrei auch manchmal, aber du schreist wegen so Inconvenient-Sachen. Ein Creeper! Ah! Ja, aber Creeper sind auch schlimm, Alter. Stell dir vor, ein Creeper ist bei deinem Haus. Hier gibt's Kohle! Hier gibt's Kohle! Ja, expose mich halt. Ich versuche mich halt zu muten. Bitte schon. Wo Lumi reinkam, war das doch genau das Gleiche. Oder? Ja. Du hast so geschrien, weil ich geredet habe. Aber du warst so laut. Natürlich schrei ich dann. Hallo, ich habe so. Oh, ich habe mich so erschrocken. Oh mein fucking Gott. Das heißt, wenn wir jetzt schon zwei Schreier dabei haben, dann wird es einfach ganz viel geschrien. Nein, ich werde mich muten. So, any tips? Was brauche ich noch irgendwas? Also, wichtig für die Expedition. Rüstung, Diamondschwert, ein Schild. Wenn ihr habt, ganz viel Wolle, weil ihr braucht Wolle, um da drauf zu schleichen. Ja, aber Wolle gibt es ja auch da, oder? Wolle gibt es theoretisch auch da. Eine Schere. Warum gibt es ja Wolle? Wenn du auf Wolle, wenn du auf Wolle gehst, dann machst du keinen Sound. Nein, warum gibt es da Wolle? Weil die alten Leute, die da gewohnt haben, also die letzte Zivilisation, das genutzt hat, um denen zu entkommen. Okay, aber also gibt es dann Wolle in Kisten oder wie jetzt? Nee, die steht da noch. Du siehst, wo die vorher sich ihre Wege gebaut haben, versucht haben zu schleichen, dann eben nicht erzählst du gerade Scheiße? Nein, du wirst das sehen. Du wirst halt gleich eine... Ich kann das so schlecht einschätzen manchmal bei dir. Ja, das ist der Trick bei mir, was man nie, ob ich die Wahrheit erzähle oder nicht. Also, Tim kann das auch gut. Wer hat denn diese Brücke gebaut von der Insel zu der Insel? Sieht mega süß aus. Das war ich. Danke. Nein, das war ich. Und ich war gar nicht mal zufrieden. Danke. Mann, das ist sehr cool. Nee, es reicht, dass du immer meine Props nimmst, Timid, ey. Die Leute verwechseln uns schon immer. Das ist auch süß. So. Krass, wie du Valorant Chamber spielst, Tim. Danke. Das ist mein Main. Was ist denn dein richtiger Main, Tim? Omen. Horus. Omen. Omen. Was ist Omen? Ah, okay. Baust du den Kürbis so offen, Tim? Basically ja, dass man auch so durchgucken kann und so. Das ist eine coole Idee. Sieht so ein bisschen aus, als wäre es so Candy, das Glas. Das sieht so leicht klebrig süß aus. Jetzt kann man dann lecken. Das Interior drin wird auch richtig nice. Die Halloween-Insel wird sehr cool. Yippie. Ich bin ready. Ich habe all mein Abenteuer zu. Ich bin auch ready. Okay, wir treffen uns in der Halloween-Insel. Was ist Emmy auch da? Ich habe Emmy noch gar nicht gehört. Ja, wir haben ein Problem bei Emmy. Es geht so. Im Klo. Ja, sie kriegt ihre Klosteine nicht ins Klo. Das ist ganz komisch. Sie hat das noch nie gemacht. Man muss sie aktivieren. Kennt ihr diese Klo-Dinger, die man so ranhängt an die Schüssel? Und dann, wenn man spült, dann... Ja. So, die kriegt sie nicht ran. Hä? Nee. Ja. Das ist krass. Wann machen wir Betragung? Live on stream, ich helfe dir. Ja, ich mach das jetzt. Komm. Ich sehe schon, die Jungs sind recht zu dir, Emmy, Du schaffst das. Macht sie jetzt einen Stream, wie sie diese Klo-Dinger ranhängt? Sie macht jetzt Stream auf Discord, damit wir ihr sagen können oder helfen können und gucken können, was da abgeht. Darf man das on-stream zeigen? Ich könnte es auch einfach anziehen. Ja? Okay. Oh mein Gott. Okay, let's go. Das ist dann zeig mal, dann... Guck mal, das Ding musst du da auseinander machen. Ja, musst du abziehen, das bricht ab. Warte mal, zeig mal. Du musst das da rauspacken, ja. Du musst es so abziehen. Leg kurz Handy weg und zieh das ab. Aber das habe ich doch aktiviert. Das muss man nicht aktivieren. Emmy, du musst einfach nur diesen Kringel da auseinanderbiegen. Den, an dem du es hältst? Genau, mach auseinander. Den Kringel auseinander und dann an die Seite. Nein. Ja, doch. Das war richtig. Ist schon hoch. Aber hat sie schon die Decke? Ja, Mann. Das Ding noch nicht hoch. Natürlich hat sie das hoch.
Oder? Nein. Doch! Oh, Timmy, okay, bist du blind, okay, Alter? Ja, bin blind, bin blind. Hä, aber das geht nicht. Du musst es besser. Du musst es weiter auseinander. Ja, zweimal. Oh, das kann actually, das kann actually sein, dass ihr Klo wirklich sehr groß ist. Es geht nicht. Also das, oder? Ist es so? Ja! Ja, ja, das doch, ist doch. Genau. Mach mal zu, mach mal zu. Mach mal zu. Aber check, wo macht man das hin? Jetzt mal ernst. Ja, so ist das genau okay. Genau so. Ich würde es noch ein bisschen weiter nach vorne machen. Ein Klo hat auch den breitesten Rand, den ich bei einem Klo je gesehen habe. Nein, das war schon perfekt. Mach mal eins runter. Also eine Decke. Spür mal, wo das Wasser kommt. Ja, genau, guck mal. So. Das ist schon sehr breit, ne, das Ding. Das ist wirklich breit, Alter. Ja, das kommt aber daran. Ja. Das kommt daran. Mach noch ein bisschen weiter nach hinten, damit es mehr bei dem Wasserstrahl ist. Oder nach vorne, je nachdem. Ja, ich kann dir. Nach hinten machen, weil vorne als Frau ist. Ist das krass? Ey, wirklich, ja, so ist gut, so ist gut. Ja, ist perfekt. Aber warte. Ja. Lukas ist auch da? Lukas, kommst du auch? Ancient City. Ja, er kommt safe mit. Ich bin so happy, dass wir gerade alle als gesamte Gruppe in der Ancient City gehen. Das wird so krank geil, Alter. Komm nochmal her hier. Den hier, die können wir, bevor wir gleich reingehen, casten. Carsten? Carsten Stahl? Den True Side? Wie caste ich das? Ich hab, wir haben ein paar mehr. Wenn wir dran sind, später gleich rechtsklick gedrückt halt. Ich nehme auch noch einen Pot mit. Aber nicht jetzt. Ich halte rechtsklick gedrückt, aber was passiert? Nicht jetzt. Oh. Also ich hab zehnmal nicht jetzt gesagt. Ich hab's gedrückt. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, also, die Koordinaten. Ihr könnt aber auch mir hinterherfahren sonst. Was ist euch lieber? Ich fahr hinterher. Okay, hier lang. Mega cool, dass wir so als gesamte Gruppe hier rumlaufen. Ja, ich finde das auch richtig cool. Richtig geil. Enderman, ja, den kloppen wir. Am besten angucken. Oh, wer hat den angeguckt? Oh, ja, wer hat den angeguckt? Nein, wer hat den angeguckt? Mango. Warum ist er so sauer? Ja. Pass auf, Emmy! Oh mein Gott, Emmy! Ja, warum explodiert hier gerade alle Wortex? Boah, ist das ein Loch hier, Alter. Das ist ein Loch. Junge. Das wird so wild jetzt, Leute. Ja. Okay. Hier, ich hab den Eingang. Da unten ist jetzt schon los, da sehe ich schon. Ja, super. Da unten ist schon blau. Lass uns hier nochmal runter und dann unten am Wasserfall. Okay. Ah ja, genau. Super, Lukas. Oh. Aua! Sammeln wir uns nochmal alle. Oh nein! Ist das dumm? Also, ihr seht alle diese komische. Seht ihr dieses Ding mit den vier weißen Fühlern da? Warte, wo? Das da auf dem Blauen steht in die Richtung. Das sind die, die zuhören. Die weißen, die, ne? Die euch hören, dreimal, dann kommt der Warden. Oh, der hat was gehört. Ah, nee, das waren die Bats. So, und damit wir alle, wenn er kommt, eine höhere Überlebenschance habt, können wir mal alle hier auf ein Häufchen kommen. Alle zu Lukas. Denkt dann an den Wegschrein hier einmal anzuklicken, damit ihr euch porten könnt, ne? Oh ja. Schachmatt! Kommt alle her einmal. Ganz nah ran, alle, ganz nah ran, Lumi. Ich hab Angst. Okay, ich hab ein paar mehrere. Eins. Oh mein Gott, wie das aussieht. Wow. Boah, ich sehe alles. Oh mein Gott. Er verhext mit die Augen geöffnet. Oh mein Gott. Hört ihr das gerade? Ja, ja. Bau mal erst den Sender ab. Oh oh. Wo ist er? Der hier links. Der so aussieht. Hast du Wasser? Siehst du den hier? Ja. Hier geht's super tief. Wenn du den hier abbaust. Hier. Alles super. Ich hab auch Wasser. Lass uns mal auf den Block davor laufen mit diesen Fliegern. Nichts abbauen. Der hat schon wieder gesendet. Ach du Kacke. Ja, man hört den auch schon, ne? Da hat mich Tim Der Warden ist da! He's coming! Wir sind gefixt. He's coming. Ja. Habt ihr Pfeile? Ja, die töten wir nicht, fürchte ich. Oh, da ist er ja schon. Ja. Töten! Also Bart, wir töten den! Ich würde honestly zum Waypoint und rennen, sag ich, wie es ist. Eventuell habe ich auch ein bisschen was abgebaut, das könnte da anliegen. Boah, ich bin so langsam durch diesen scheiß Featherfall. Alter, das bin ich auf dem Weg nach Hause und nachts zu dir. Lock die nicht zum Waystone! Ich bin nach Hause! Der ist gleich tot! Wir kriegen den, der hat Akku auf mich, wir kriegen den. Ihr könnt den einfach hitten, hittet den einfach. Oh, er kommt. Oh oh. Kein Problem, ich spring da rum. Er kommt. Ja. Kann er nicht. Mir geht's gar nicht gut. Ich hab ne Potion, Bart. Du musst zu mir kommen. Das ist jetzt ein bisschen spät. Wieso rennt er weg runter jetzt? Bart, weil er rennt zu mir. Bart, hier, rechts von dir. Ist okay. Oh mein fucking Gott. Ah, ich kann ihn nur selber trinken. Ich hab ihn abgelenkt, glaube ich. Also, es war nicht mit Absicht. Es war ernst nicht mit Absicht. Ja! Yes, ich bin am Arsch. Let's go! Good job! Siehst du Emmy irgendwo? Ich höre überall Warden. Auf der Karte, ja. Ich kann gerade halt nicht sehen, ob das halt ein Monster ist.
Das Problem ist, dass die Viecher... Achso, sind wir nur die weißen? Sind wir nur die weißen Punkte? Ja. Ja. Auch ins Wasser. Ach so, gehen. Da bin ich jetzt tot. Oh. Oh. Oh no. Oh mein Gott. Oh no. Jetzt auch noch angekündigt. Dann bin ich jetzt tot. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Verstehe ich gar nicht, was du meinst. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Du hast doch sogar gecallt, ich bin die Erste, die stirbt. Ach so, ja gut, das... Und du hast gecallt, dass es richtig chaotisch wird. Beste. Also, aber hier ist halt nirgendwo eine Ancient City. Nee, wir sind einfach noch nicht da. Was? Wir sind wirklich da. Wenn ihr schnell auf die Wolle geht, dann seid ihr safe. Auch alle Blöcke setzen außer Wolle macht übrigens Lärm. Aber Wolle dürfen wir auch normal gehen, auch auf den normalen Stein. Ja. Du darfst nur auf Wolle hier gehen. Und auch Kisten öffnen macht, by the way, Geräusche. Ja, die müsst ihr eigentlich komplett einbauen. Einmal Wolle umbauen, ja. Ich finde das so geil, dass wir so spontan so eine Riesenexpedition heute gemacht haben. Oh, du musst nicht beim Spawn hochklettern, du musst nicht beim Klettern. Eieiei. Oh oh. Jetzt kommt wer war das? Her, Lumi. Wenn ihr euch nicht sieht und ihr sneakt, ist alles cool. Ihr könnt euch, wenn also der spawnt, auch schnell hinter einer Wand verstecken. Oh, nee, ich hab eine Kiste für uns. Siehst du die da? Da gehen wir jetzt hin gleich. Der ist über mir. Oh mein Gott. Hey, wir können einfach dahin sneaken. Oh mein Gott. Mazat, nach links. 90 Grad nach links. 90 Grad nach links. Durch den Tunnel nach links. Durch den Tunnel nach links. Ja, weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Weiter nach links. Weiter nach links. Bei mir. Hier. Wir müssen die Kiste einbauen, bevor wir die öffnen, weil sonst hört man das. Das ist ja scheißegal, wenn der da ist. Kann man das hier da? Auch irgendwie... Kannst du auch gern aufmachen. Oh no. Wir müssen die nur komplett einbauen. Ja. Oh no. Oh, danke. Wir müssen die nur komplett einbauen. Ja. Hast du noch Wolle? Ja, ich hab noch ein bisschen Wolle. Zur Hölle hatte. Oh mein Gott, der trifft mich auch hier drin. What the fuck? Ich hab grad 37 Level verloren. Aber wie soll ich die... Hast du die Kiste aufgemacht? Nein, ich hab gar nichts gemacht. Scheiße, kannst du meine Sachen? Nee. Kann ich nicht und ich glaube, ich sterbe hier drin auch, weil der mich hier drin auch einfach hittet. Keine Ahnung. Soll ich die öffnen und weglaufen? Nee, lass mal kurz. Okay, I'm still alive. Hat aufgehört, mich zu hitten. Keine Ahnung, wie das passiert. Scheiße, er ist direkt bei uns. Naja, das ist, weil ich runtergefallen bin. Oh, wer ist denn hier? Vielleicht. Wem bin ich da? Bist du das denn? Horus? Nein. Lumi, er guckt dich an. Ja, der schnüffelt hier so. Oh mein Gott. Warte, das macht auch Geräusche? Alles außer Wolle. Als Geist mache ich auch Geräusche? Wie soll ich denn nicht woanders hingehen? Oh, lauf, lauf! Ich bin tot. Scheiße. Und genau jetzt kriege ich einen Grey Key, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Kannst du dich jetzt supporten? Ach, ich würde einfach auch ausloggen sein. Ah, ich bin tot! Ey, die Expedition ist so geil, Leute. Ist das krass. Irgendwie, also so viel Geiles gibt's aber auch irgendwie nicht. Naja, unlucky. Den Hauptgewinn haben wir schon. Wir haben so ein Swift Sneak 3 Buch gefunden, habe ich. Ja gut, dann raus. Das war wild heute. Das war richtig wild heute.